Heute zeige ich euch ein leckeres Rezept für Ofenkartoffeln mit Schnittlauchquark. Natürlich braucht ihr dafür Kartoffeln. Außerdem braucht ihr dafür Rosmarin und Speisequark. Außerdem braucht ihr Öl. Für den Schnittlauchquark braucht ihr natürlich Schnittlauch. Am besten ist es, wenn ihr frischen benutzt. Das schmeckt nämlich viel, viel besser. Anfangen tut ihr damit, eure Kartoffeln zu vierteln, das heißt einmal längs und einmal quer. Dabei solltet ihr die Schale dran lassen. Sie aber vorher gründlich auswaschen, damit keine Erde mehr an der Schale kleben bleibt. Nun müsst ihr Olivenöl in eine Schale füllen. Außerdem könnt ihr euer Olivenöl je nach Geschmack würzen. Außerdem solltet ihr einen Teil von eurem Rosmarin reinkrümeln. Nun müsst ihr eure Kartoffeln in das Öl eintippen und da drin ein paar Sekunden drin lassen, damit die Kartoffeln am Ende nicht so trocken schmecken. Nun müsst ihr ein Backblech mit Backpapier auslegen und eure Kartoffeln darauf verteilen. Auf die Kartoffeln müsst ihr euer Rosmarin streuen. Nun müsst ihr eure Kartoffeln bei ungefähr 200 Grad eine halbe Stunde lang backen. Nun füllt ihr euren Magerquark in eine Schüssel. Wer möchte, kann sich noch ein bisschen Milch reinfüllen. Euren Quark schön umrühren, damit er schön cremig wird. Außerdem solltet ihr euren Schnittlauch hacken und ebenfalls in den Quark eingeben und gut umrühren. Wenn die Kartoffeln fertig sind, legt ihr sie am besten auf einen Platzierteller. Nun könnt ihr euren Teller anrichten. Zu den Ofenkartoffeln empfehle ich euch eine selbstgemachte Limonade. Das Rezept findet ihr hier auf meinem Kanal. Natürlich dürft ihr den Schnittlauchquark nicht vergessen. Und nun wünsche ich euch guten Appetit!